Die neueste und aktuellste Generation des VW Caddy seit einiger Zeit auf unseren Straßen schon unterwegs. Als Kombi, also sprich Personenkraftwagen oder als Kastenwagen, allzeit bewährt. Volkswagen legt nochmal einen oben drauf, hat sich den Caddy genommen und neu kreiert den Caddy Alltrack. Und den gibt es in dieser Sendung. Heute sind wir in Österreich unterwegs und zwar genauer gesagt im Burgenland. Viel kann man davon nicht sehen. Hintergrund ein paar Weinberge. Ja, jetzt machen wir weiter Tourismus hier bei BKF TV. Nein, nein, heute geht es natürlich um den Caddy Alltrack. Unsere Version, eine Kastenversion, ja, für Kurier Express Paket, wie soll es auch anders sein, aber nicht nur dafür, perfekt auch als Baustellenauto. Was steckt überhaupt hinter dem Thema Alltrack? Das zeigen wir euch jetzt. Wir wechseln erstmal die Location und sehen, dass wir den Nebel loswerden. Herzlich willkommen damit bei BKF TV mit dem Caddy. Ja, wo ist er denn jetzt, der Unterschied zwischen dem Caddy Alltrack und dem normalen Caddy? Ja, der Caddy Alltrack hat sein eigenes Erscheinungsbild, gerade von außen hier. Und das schauen wir uns jetzt eben als erstes an. Als allererstes sieht man vorne ja schon, es steht Alltrack dran. Und hier auch diese Schürze, die ist anders als beim normalen Caddy, zweifarbig lackiert. Das ist der Unterfahrschutz, der bietet noch ein bisschen mehr Schutz hier vor Grillsteine oder sonst irgendetwas. Optional natürlich auch erhältlich aus Aluminium. Weiter geht's an der Seite, da ist der Unterschied noch gravierender. Der Alltrack hier hat hier so Verblendung an den Radläufen, dient auch zum Schutz. Diese schwarze Linie zieht sich dann hier durch an der Seite, hinten der Radlauf, exakt genau dasselbe. VW spendiert dem Caddy Alltrack noch ein anderes Fahrwerk, er ist also auch ein bisschen höher. Und jetzt kommt das Topic, 17 Zoll Alufelgen gibt es serienmäßig mit dabei. Dadurch kommt der Caddy Alltrack noch ein bisschen höher. Gibt ihnen bessere Offroad-Eigenschaften und mehr Bodenfreiheit gegenüber dem normalen Caddy von sage und schreibe 50 mm. Schick sieht er aus von hinten, unser Alltrack. Woran erkennen wir ihn? Ja, steht Alltrack dran, dann wird auch Alltrack drin sein. Nein, wir erkennen es auch hier an diesem weiteren Unterfahrschutz, dann hier am hinteren Stoßfänger. Wir haben uns einen Kastenwagen ausgesucht als Testwagen, der uns hier heute begleitet und gestern übrigens auch schon. Er hat zwei asymmetrische Türen. Die gibt es von Volkswagen serienmäßig. Das schafft Platz hier bei der B- und Entladung. Ich kann die auch weiter aufklappen, kein Problem. Serienmäßig ist er dann auch erhältlich, der Alltrack, mit einer großen Kofferraumklappe. Das finde ich mal gut, ohne Aufpreis. Weiter geht's mit den Sachen, die VW noch so spendiert hat. Unserem Alltrack hier und unser Modell Kasten. Er hat eine Schiebetür, sehr schön, toll, kennen wir alle. Nee, er hat nicht nur eine, er hat zwei. Und das serienmäßig. Ja, im Innenraum gibt es hier keine großen Änderungen. Alles da, was reingehört in unseren kleinen Transporter hier, unseren Caddy Kasten. Wir haben Zurpunkte, satt und reichlich. Alles gut geschützt und wie gesagt, natürlich auf der linken Seite die zweite Schiebetür, serienmäßig. Und es hört mit dem serienmäßigen gar nicht auf. Obendrauf, im wahrsten Sinne des Wortes, gibt es dann auch noch eine Dachreling. So, weitermachen wir im technischen Bereich. Da gibt es nämlich was ganz Besonderes. Das Technische ist ja auch ganz wichtig. Da kommen wir jetzt mal eben zu, nachdem wir ja kleine Probefahrt gemacht haben. Was steckt unter der Motorhaube? Ja, einiges. Unser hat 102 PS, ein TDI mit 2 Liter Hubraum. Es gibt 4 verschiedene Dieselaggregate von Volkswagen für den Caddy. Bis zu 150 PS geht das hoch. Und alle erfüllen die saubere Euro 6 Norm. Des Weiteren bietet VW 3 verschiedene Benzinaggregate an, auch Euro 6. Und der Hammer ist sogar ein Erdgasmotor und der kommt aus dem Hause Volkswagen und nicht nachgerüstet von irgendeinem Zulieferer. Das ist er hier, unser kleiner, alles schön kompakt, wartungsfreundlich,
Was will man mehr? Schotten dicht, weiter geht's mit dem Antrieb. Also doch schon eine große Motorenpalette, die Volkswagen hier seinem Caddy Alltrax spendiert. Mal ganz kurz auf das Getriebe einzugehen. Je nach Motorisierung gibt es hier ein 5-Gang- oder 6-Gang-Schaltgetriebe sowie ein 6-Gang- oder 7-Gang-DSG-Getriebe, wahlweise natürlich. Serienmäßig ausgestattet der Caddy Alltrax mit Frontantrieb. Optional erhältlich, selbstverständlich, da macht es auch erst richtig Spaß und vor allen Dingen hier in unserem Testwagen mit dem 4Motion-Antrieb, also einem permanenten Allradantrieb. Und hier hat Volkswagen auch nochmal nachgebessert, das ist also schon die neueste Generation des 4Motion-Antriebs. Im Übrigen permanent, es wird die Vorderachse getrieben zu 95% Lastverteilung und die Hinterachse 5% Lastverteilung. Je nach Sensorik, gemessen an den Rädern, an der Leistung, an dem Untergrund, spricht der Allradantrieb an und es wird stufenlos hochgeschaltet bis zu einer Aufteilung von 50% vorne und 50% hinten für den Antrieb. Ein weiteres Feature hier im Caddy Alltrax ist das serienmäßig verbaute Schlechtwege-ABS. Das sorgt nochmals für bessere Offroad-Eigenschaften. Des Weiteren von der Ausstattungslinie ist der Caddy Alltrax dem Caddy Comfortline gleichgestellt. Also zum Beispiel ein Lederlenkrad ist hier serienmäßig mit dabei. Die ganze Zeit rede ich nun Alltrax 4Motion, Allrad, Offroad-Eigenschaften. Ja, sind sie denn verrückt? Ja, wir sind verrückt. Wir haben uns den Caddy geschnappt am gestrigen Tag schon. Die Aufnahmen haben wir schon im Kasten und haben den mal auf Herz und Nieren im Gelände getestet und zwar im richtigen Gelände. So, viel Spaß dabei. Caddy, 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 das macht Spaß hier. Unterwegs mit unserem Caddy Alltrax hier im Offroad Park, im Driving Camp Pachfurt in Österreich. Hier zeigt er, was er kann, und zwar Offroad. Da fühlt er sich nämlich richtig wohl. Ein Kastenwagen als Geländefahrzeug, ja, das geht. Auf jeden Fall mit dem neuen 4Motion Antrieb von Volkswagen unterm Hintern steht ihm eigentlich nichts im Wege und das macht richtig Laune. Ja, wunderschöne Aussicht hier oben auf dem künstlich aufgeschütteten Hügel. Hier wird eben das Gefälle simuliert, oder wir haben Gefälle, und zwar 70%. So viel geht's hier abwärts und da hat der Caddy gar kein Problem mit. Durch das serienmäßig verbaute Schlechtwege-ABS passen sich die Bremskräfte der einzelnen Räder optimal dem schlechten Untergrund an und hält ihn stets in der Spur, ohne dass die Räder hier blockieren. Somit ist hier im Caddy Alltrax eine Gelände- oder Offroad-Taste auch nicht erforderlich. Runter ist super, aber einfach mal rückwärts die 70% wieder rauf. Ja, und wie wir sehen, das ist auch kein Problem. Frage ist, wofür braucht man das? Naja, da fällt mir im Moment nichts zu ein, aber trotzdem schön zu testen. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Weiter geht es mit Steigungen, die man natürlich hinauffährt. Hier zeigt der Alltrax mit seinem neuen 4Motion-Antrieb, was er so drauf hat. Unterschiede zum serienmäßigen Fronttriebler sind hier schon arg erkennbar. Der 4Motion-Antrieb verteilt die Kräfte dank der neuen bei VW die sogenannte Allradkupplung auf die einzelnen Räder und dies stufenlos. Die Unterschiede zwischen dem neu entwickelten 4Motion-Antrieb und dem serienmäßigen Frontantrieb im Caddy kann man erst richtig bei diesem Test sehen. Der Untergrund bei dieser leichten Steigung auf dem Sicherheits- und Trainingsgelände ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, die sehr rutschig ist, und obendrauf kommt noch Wasser, was den Berg hinunterläuft. Das alles simuliert das Anfahren auf einer festgefahrenen Schneedecke am Hang. Deutlich ist im Vergleich zu sehen, wie der 4Motion-Antrieb des Caddy viel besser beschleunigt als der frontgetriebene. Der kann es auch, aber mit allen Rädern als Antrieb geht dies deutlich schneller und damit dann auch sicherer. In dieser Schikane, oder besser schon fast gesagt, in diesem Hindernis, wo eigentlich die großen SUVs erst Spaß haben, braucht sich unser Caddy auch nicht verstecken.
Gerade hier zeigt der neue 4Motion-Antrieb, was er kann. Und das wohlbemerkt als Kastenwagen. Die Räder, die eigentlich dann in der Luft hängen, werden hier automatisch abgebremst und der Antrieb auf den anderen Rädern ist damit perfekt gewährleistet. Das macht Laune hier im Offroad-Park. Auch Verwindungen durch den unebenen Untergrund, wie hier gut zu sehen, schluckt der Alltrack. Im Fahrzeug ist kein Knirschen oder Knarren zu hören, eine letztendlich sehr gute und steife Verarbeitung spricht hier nun für den Caddy Alltrack. Gut macht er sich also für das Handwerk, auf Baustellen oder gar für den Almwirt. Er ist multifunktional einsetzbar und das freut einen doch, ein Kastenwagen mit Mehrwert. Steigungen rauf oder starkes Gefälle abwärts, über Stock und über Stein. Was ist mit der Schräglage, also mit dem Böschungswinkel? Auf diesem Hügel hier im Offroad-Park konnten wir das natürlich auch testen. Ehrlich gesagt, es wird einem doch schon etwas mulmig im Bauch, wenn man hier in dieser Schräglage unterwegs ist und das Ganze dann auch noch im Kreis. Ich denke immer, dass der Caddy gleich umkippt und dann hätten wir ja nun richtig den Salat hier. Wie soll es aber auch anders sein, das macht der Caddy Alltrack natürlich auch meisterhaft. Ich bin schon echt begeistert von diesem Test und gerade von diesem Fahrzeug. Das war BKF TV, hier Fahrzeugtest mit dem Caddy Alltrack. Wir haben wahnsinnig viel Spaß gehabt mit dem Fahrzeug. Der macht Laune, vor allen Dingen im Gelände. Ihr habt es gesehen, ich habe es die ganze Zeit gesagt, mit einem Kastenwagen im Gelände, das ist schon eine Hausnummer. Das war's für heute. Hinter der Kamera Michael Philipp, mein Name ist Niki Schlot und ich drehe jetzt noch mal eine Runde mit dem Caddy. Tschüss, bye bye. Ach ja, und liken, abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Ciao.